Zuzahlen bei Medikamenten. Das tun wir seit 2004 fast alle. Doch wie viel eigentlich? Also ich muss gleich rein und gebe ich 30 Euro aus. 30 Euro? 30 Euro. 6 Medikamente. Bei 17 Euro vielleicht 3 Euro. Im Schnitt vielleicht 5 bis 10 Euro, die wir zuzahlen. 5 Euro war es bis jetzt bei mir immer. Und wissen Sie, wie sich diese Zuzahlung berechnet? Nein, nicht genau. Ich denke, das kommt auf die Beitragsjahre an, oder? Wie lange man in der Kasse ist? Nein? Tatsächlich ist die Höhe der Zuzahlung gesetzlich festgelegt. Die Grundregel 10% des Arzneimittelpreises. Mindestens aber 5 Euro und höchstens 10. Außer ein Medikament kostet weniger als 5 Euro, dann bezahlt der Versicherte das Mittel komplett. Bei Tabletten für 152 Euro beträgt die Zuzahlung also 10 Euro. Bei einem Medikament für 59 Euro 5,90 Euro. Und bei 3,99 Euro zahlt man alles selbst. Doch auch wenn man jahrelang die gleichen Medikamente nimmt, kann man nicht von der gleichen Zuzahlung ausgehen. Denn die Arzneipreise verändern sich und damit die Zuzahlung. Das erlebt auch Birgit Papke. Sie hat seit 7 Jahren ein Spendeherz und muss 12 Medikamente pro Tag nehmen. Die Zuzahlungen dafür immer wieder anders. Das weiß ich vorher nicht. Und es ist natürlich schwierig, immer in die Apotheke zu gehen und zu sagen, dieses Mal muss ich 80 Euro mitnehmen oder nächstes Mal muss ich 95 oder 70 Euro mitnehmen. Ist natürlich immer nicht so einfach. Und warum wir darüber nicht informiert werden, das weiß ich auch nicht. Genauso nebulös für viele, wer die Zuzahlung eigentlich kriegt. Ich habe keine Ahnung. Ich bezahle es einfach, weil man es muss. Ich weiß es gar nicht und irgendwie hinterfrage ich es auch nicht. Ich mache es einfach. Komisch, ne? Wahrscheinlich verdient ja natürlich auch der Apotheker und er wird wohl auch seine Kosten berechnen. Doch die Apotheker haben gar nichts von der Zuzahlung. Wir verdienen auch nicht mehr dran, wenn der Patient jetzt 10 Euro zuzahlt. Wir geben das ganze Geld das läuft weiter zur Kasse. Und deswegen haben wir da auch kein sozusagen Zubrot. Denn eigentlich verantwortlich sind die Krankenkassen. Sie schließen Rabattverträge mit einzelnen Arzneimittelherstellern, um Preisrabatte zu bekommen. Zum Beispiel bei Medikamenten, die besonders oft verordnet werden. Die Apotheken sind dann verpflichtet, dem Versicherten dieser Krankenkasse das Medikament des jeweiligen Rabattanbieters zu geben. So kann sich auch der Zuzahlungspreis ändern. Also jedes Mal, wenn wir es in der Kasse eingeben, ist es wieder was Neues. Deswegen kann es auch sein, wenn die Kasse mal gut verhandelt, dass plötzlich einfach ein Arzneimittel, wo der Patient davor immer sein ganzes Leben 5 Euro zugezahlt hat, plötzlich auch mal gebührenfrei ist. Deswegen ist das ganze System auch nicht ganz so durchsichtig für die Patienten und leider auch für uns häufig nicht durchsichtig. So kann es passieren, dass zwei Menschen mit dem gleichen Rezept zwar das gleiche Medikament bekommen, aber dafür unterschiedlich zuzahlen müssen. Einmal zum Beispiel 0 Euro und einmal 5 Euro Zuzahlung, je nach Krankenkasse. Denn einige wenige erlassen bei Rabattverträgen generell die Zuzahlung. Doch die Öffentlichkeit erfährt von den Rabattverträgen der Kassen nichts. Die Rabattverträge werden zwischen den jeweiligen Kassen und den jeweiligen Herstellern verhandelt, abgeschlossen und man spricht sich miteinander darüber ab, dass es sozusagen Betriebsgeheimnisse sind. Es weiß also niemand, welche Rabatte eine Krankenkasse von einem Hersteller bekommt. Auch eine Folge der Rabattverträge? Wenn der Hersteller wechselt, kann sich auch das Aussehen der Medikamente ändern. Birgit Papkes Cholesterintablette ist seit kurzem groß und grün statt klein und weiß. Das ist einfach nicht gut. Man muss immer zu viel gucken, nochmal nachgucken, ob das die richtige Tablette ist. Die meisten kannte man, jetzt wieder eine andere Form, eine andere Farbe. Das ist schon sehr umständlich. Andere Namen, anderes Aussehen. Gerade für chronisch kranke Menschen ist so ein Hin und Her schwierig. Die Gefahr, durcheinander zu kommen, groß. Dazu kommt die finanzielle Belastung durch die ständigen Zuzahlungen. Wie bei Brigitte Marquez. Sie braucht seit ihrer Darmkrebsbehandlung mindestens 3, oft mehr Medikamente. Da kommt im Jahr ganz schön was zusammen. Bei der Apotheke kommt man auf ca. 150 bis 200 Euro an Zuzahlung, die ich leiste. Plus der ganzen anderen Hilfsmittel, die man noch hat, kommt man auf meistens zwischen 300 und 400 Euro.
Deshalb hat sie sich schlau gemacht und lässt sich nun am Ende des Jahres eine Gesamtrechnung in der Apotheke ausdrucken. Die reicht sie dann zusammen mit einer Arztbescheinigung und einem speziellen Antrag bei ihrer Krankenkasse ein. Denn ab einer Summe von 2% des Bruttojahreseinkommens kann man sich von der Zuzahlung befreien lassen. Bei chronisch Kranken sogar ab 1%. Ich finde den Aufwand immens. Also ich kann damit umgehen und ich sag mal toi toi toi, noch kann ich es auch. Aber ich stell mir mal vor, in 20 Jahren, wenn ich um die 85 bin, dann kann ich es ja vielleicht nicht mehr. Die Medikamentenzuzahlung. Für Kranke eine zusätzliche Belastung. Die Zuzahlungen sind ein schwieriges Problem. Ich würde grundsätzlich fordern, dass man darüber nachdenkt, sie abzuschaffen. Denn im Grunde genommen müssen Sie sich Folgendes vorstellen, dass die Zuzahlungen ja von denen bezahlt werden, die tatsächlich Leistungen wie zum Beispiel Arzneimittel in Anspruch nehmen müssen, weil sie krank sind. Sie entlasten im Grunde genommen die Krankenkassen um ihre Zuzahlungen, damit die Versicherten, die vielleicht keine Arzneimittel brauchen, einen relativ günstigen Beitragssatz bekommen. Das ist sozusagen eine Situation, die ich aus sozialpolitischen Aspekten ganz wenig verstehen kann. Doch dass sich an der Zuzahlung bald etwas ändert, ist unwahrscheinlich.